Sinkhole. Das ist der Bode von diesem Loch. Genau. Ja, also. Deswegen To-Do-Liste aktualisiert, finde einen Weg ins Sinkhole. Ist natürlich scheiße, bei Nacht dahin zu gehen. Bei tagsüber sieht man hier viel mehr. Und da auch nochmal durch die Tür zurück, machen die Tür zurück und kontrollieren das Lager. Ja, keine Ahnung. Ja. Die Frage, wie lange die Nacht halt noch ist. Wenn es dunkel wird, erwacht die Nacht. Na, jetzt muss ich mal ein Feuer machen. Warte, machst du ein Feuer oder ich? Ja, ich mache eins. Ein Campfeuer auf Leichen bauen. Wir sind auf jeden Fall noch Gegner, ne? Ja. Warst du schon mal in diesem Sinkhole drin? Nein. Wenn ich The Forest gezockt habe, dann eigentlich immer nur mit dir. Sonst allein habe ich es eigentlich nie gespielt. Oder besoffen. Oder das. Dann aber um Pumpen. Na, mal gucken, was, ob ich mit dem Zeug von Bären schlafen habe. Jo, easy. Da, Arm sie hinter dir. Und der haut dir das Ding jetzt wahrscheinlich kaputt. Mello, ja, ich hab ich da gespeichert. Wenigstens kann man den hier besser ausweichen wie in der Höhle. Und das Coole ist eigentlich, wenn du zu zweit bist, dann kann immer einer die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, der andere kann mit Speere auf den Tisch werfen. Jupp. Ja, praktisch. Das schaut richtig hier. Ich würde sagen, wir ziehen einfach weiter. Trotz der Nacht. Oh, sieht aus wie so ein Mensch hier. Ach krass, hier ist der Heli. Den haben wir doch in der Aufnahme gesehen. Und hier ist auch die Machete. Wow, Gegner. Hast du die Machete genommen? Ja. Ich weiß nicht, welches ist besser. Also ich kam mit den Katana eigentlich immer gut zurecht. Ah, schnapp dir die Leiche, tun wir die noch aufs Feuer. Oh. Weil es jetzt wird mir eh kalt und nass. Ach Mann, jetzt bin ich auch ins Feuer gelaufen. Aber durch den Regen direkt weg. Um mal ganz schnell einen Schluck zu trinken. Ich hoffe, es braucht jetzt mal kurz 2 Sekunden, wie man lang. Bin wieder da.
So. Wo sind wir hier? Ah, dann hol du dir die Knochen. Nur du keine brauchst. Ja. Nimm dir euch, ich hab genug. Dann geht's diesmal weiter. Let's go. Ach, jetzt werde ich direkt nass, ey. Ja, du kannst dir jetzt einen Wärmeanzug theoretisch anziehen, aber nass, hab keine Rüstung mehr. Ja. Ich kann eigentlich nur mit so einer Fackel rumrennen. So, mehr kann ich nicht machen. Geil, jetzt sehe ich noch. Jetzt sehe ich noch weniger wie vorher. Falls wir noch einen Gegner finden, dann müssen wir mal zurück. Hier sind auf jeden Fall noch Gegner. Wie gesagt, du kannst dich warm halten durch den Anzug. Oder ich guck einfach mal. Wie viel. Ah, 14. Wie viel Stöcke hast du noch? Wie viel hast du noch an Stöcken? Ah, dann reicht das. Weil ich hatte 12. Dann pennen wir einfach mal. Ich habe irgendwas im Discord gerade gehört. Hast du das? Bist noch da? User entered your channel. Hallo? Hallo, bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. So, jetzt bräuchte ich irgendwas zu essen. Hast du noch was zu essen übrig? Ja, klar. Och, jetzt habe ich es aber gegessen. aber ich hätte. Ein Snack. Ich habe sogar noch einen Snack. Jo. Brauchst du noch einen Snack? Ah, nö, bin fast voll. Ich hab auch noch. Ah, stimmt, ich hab noch. Aha. Tja, dann nicht. Wer keine Snacks essen will, der hat schon. Sagst du nicht gesund? Das ist immer eine vollwertige Mahlzeit. Ich kann mich noch an einen, es gab doch früher immer so kleine Heftchen, ne? Die lagen auch auf dem Amt, überall da, wo Kinder waren. Also so Kinderhefte halt, ne? Mhm. Ich meine, das wäre gar nicht ein Kinderhefte gewesen, das war ein Biobuch. Biobuch der 6. Klasse oder so. Und da ging es auch um Ernährung. Und da haben die so ein Beispielbild genommen. Ich glaube, der Typ, wie hieß der nochmal? Moritz, der dicke Moritz, genau. Das reden alle Moritz auf dieser Welt. Ne, so haben die den genannt. Und der war immer rank und schlank und dann hatte er eines Tages gar keine Lust mehr, sich gesund zu ernähren. Er aß nur noch Süßes, weil es so lecker war. Zuckersaft, weil es so gut schmeckte und hatte keinen Bock auf Bewegung. Und sofort war der Moritz dick. Und dann haben die den wirklich auf Echtzeitfoto da hingesetzt. Wie der einfach in Schwimmbad, wirklich in echt, ein richtiges Foto vom dicken Kind aus dem Schwimmbad. Wie der einfach neben den ganzen anderen dünnen Kindern stand und total unglücklich gewirkt hat. Das fand ich damals total verstörend. Das muss fest gepasst an, so. Weil das, keine Ahnung, als würde ich jemand öffentlich anprangern, so. Ja, war quasi so die Moral von der ganzen Sache. Esst euch gesund oder ihr werdet so unglücklich wie Moritz. Aber naja.
Und heute ist der dicke Moritz wahrscheinlich Millionär. Trägt ein Hawaii-Hemd und hat 10 Bitches am Start. Und hat einen Sixpack wie schwarz. Ne, ich glaube, der ist nach wie vor noch dick, der Moritz. Oh, da hinten ist so ein Fetti. Man darf von fetten Kindern sprechen. Das ist der Moritz. Moritz. Hallo Moritz. Das ist auch so aus dir geworden, ne? Hast dich immer gesund ernährt, mein Freund, ne? Ich werfe einfach total oft daneben, ey. Was ist denn los mit mir? So, Moritz ist down. Moritz ist down. Moritz ist weg. So, alles für den Moritz und dann. Müssen wir jetzt hin in den See und runtertauchen oder was? Genau. Ich habe leider keine Stickies mehr. Das ist, was ich mache. Machen wir ein letztes Lagerbau zum Speichern oder was? Ja. Ach Moment. Die Sticks sind auch alle. Das Lager ist doch weg, ne? Ja. Okay. Das ist eigentlich krass, ne? Ist mir gerade Untergrund angezeigt. Was wurde da angezeigt? Ah, jetzt. Da muss man richtig das Fall durch jetzt. So, die Bretter sind dein Freund. An denen orientieren wir uns. Dir ist kalt und du bist nass. Bau ein Feuer, um dich zu wärmen. Das macht unter Wasser überhaupt gar keinen Sinn. Doch, was war's? Ich glaube, Magnesium brennt auch unter Wasser. Ja, okay. Aber erzeugt es auch Wärme? Ja, aber mit viel. Also du musst Unmenge von Magnesium verbrennen. Das, ja. Ja, das ist doch in diesen Leuchtfackeln drin, ne? Meinst du das? Ja. Ne? Diese Bengalus. Wenn du Magnesium verbrennst, das brennt ja so richtig hellweiß. Ziemlich stark, also ziemlich schnell vor allem. Ey, das ist krass, das kriegst du gar nicht gelöscht. Ne? Da kannst du selbst Sand drüber kippen, ne? Mhm. Hast du eigentlich deinen Bericht abgegeben in Brandschutz? Hab ihn. Also am Montag war er Abgabe und ich hab ihn am Samstag und am Sonntag. Da müsstest du doch drei Sachen abgeben, ne? Ja, Präsentation. Was war's? Präsentation und dann einmal Bericht als Word und einmal Bericht als PDF. Genau, und ein Bild von Timmy. Ach man, ich drück immer wieder auf die falsche Taste. Da öffnet sich irgend so ein Scheiß, was ich mir mal installiert habe. Das nervt mich mittlerweile. Hier ist ein Kreis. Wärmt mich deine Fackel auf? Weiß ich nicht. Bist du warm? Ja. Ich hab's nicht. Sehr gut, dann gehen wir jetzt eng und schlummen durch die Höhle. Romantisch. Ich bleib hinten, hinter dir. Weil ich hab die heiße Lunte. Na, ich meine, hier kämen wieder Gegner. Jupp. Frage ist, kommen die hier rein, ne? Okay, warte mal, ich mach hier mal Platz, dann kannst du vor zum Ofen. Hier ist wieder ein Foto, ne? Ja. Keycard, genau. Jetzt zeigt irgendeiner uns die Keycard.
Gegner? Nein, ich bin gerade in ein Loch. Du mit deinen Löchern. Soll ich sagen. Da kann gerne mal einer rein. Hier ist weit und breit nix. Ach, und hier, Kassette mit Armsee-Ausbruch. Wir haben etwas für den Camcorder. Kassette mit Armsee-Ausbruch, die gucke ich mir mal an. Ja, da ist so einiges schief gelaufen. Oh, deswegen züchtet man auch kaum Mutter. Liebe Kinder. Nochmal. Hä? Was hast du gesagt? Deswegen züchtet man auch keine Mutanten. So ist es. Man spielt einfach nicht Gott. So, wohin? Runter oder da hinten? Was hast du gemacht? Ich bin nicht mehr runtergefallen. Bist du wieder tot? Nö, hab tatsächlich nur ganz minimal Schaden genommen. Minimal Schaden davon getragen. Ist. Ja, dafür nehmen andere Drogen. Sie sagen den auch. Ich trage ja nur einen minimalen Schaden davon, deswegen ist mir das Risiko wert. Wie Bernie mit seinem schlechten Maß. Ich hab schon gesagt, wenn ich dann mal von der Klausur hochkomme und ich penne bei Jojo und Lukas auf der Couch, dann rieche ich auch am nächsten Tag brutal nach Ott. So oft wie die einer Buffe da im Wohnzimmer. Ja, ach, hier haben wir wieder Besuch. Nicht Besuch, wir sind der Besuch. Ich habe keine Batterie mehr für meine Lampe. Du bist down. Ja. Na, ja, der hat mich nicht losgelassen. Ich konnte zu meinem Katana wechseln. Das sind vier Leute, ne? Sag Bescheid, wenn du, wenn dich das dem Ende zuneigt, ne? Weil ich muss mich jetzt gerade um die mal kümmern. Mach mal, ich hab Zeit, alles gut. Weil das wäre nämlich ärgerlich, weil dann müsstest du jetzt zum Flughafen. Ein Flugzeug wieder. Und dann wieder alles zurück, ja. Ja. Also versuche auf jeden Fall am Leben zu bleiben, sonst komm hier hoch. Spring hier einfach ein paar Mal hier hoch. Was sieht man eigentlich mit dem Bogen hier? Wie man damit zielt. Ja, weil bei dem gecrafted Bogen, da wusste ich ja, da schließen diesen Asch, der so raussteht, mit dem quasi dein Ziel kommt. Aber wie ist denn beim? Ja, mit dem anderen ist es eigentlich genauso. Quasi, du musst die Spitze entlang gucken. Nein! Was? Ach, nix, schon gut. Der hier brennt auf jeden Fall gut. Oh,
Das ist der Gegner im Felsen. Den Bug hatte ich jetzt schon im anderen Spiel auch. Der hat mich einfach irgendwas aus dem Fels raus angegriffen. Ich konnte es aber selber nicht mehr antworten. Ich konnte was essen. Was? Essen? Ja. Na ja, könnte ich noch was, aber ich hab nichts mehr. Ja. Doch, ich hab noch einen getrockneten Fisch. Ich hab gerade meinen letzten Blaubeere gegessen, also ich bin wieder gut. Also. Ja, dann gebe ich dir noch einen Snack. Ja. Brauchst du noch einen? Ja, lass mal einen halt. So, haben wir alle? Mhm. Knochen. Ja. Ich bin auch soweit. Ready. Ready, go. Dann geht die Höhle eigentlich noch. Kann ich dir gar nicht sagen. Willst du sonst morgen weitermachen? Ach, da hinten sind noch Gegner. Nee, war schon. Musst du langsam ins Bett? Aber Elfe hier, morgen wieder um 6:30 Uhr aufstehen, arbeiten und so. Um 6:30 Uhr, und wie viel muss auf der Arbeit sein? Machst du schön. Auf Slow. Krass, der ist ertrunken. Gut. Ja, rein theoretisch könnten wir. Hier haben wir jetzt gespeichert. Theoretisch könnten wir hier aufhören. Machen wir, also von mir können wir morgen dann hier nochmal weiterspielen. Dann spielen wir es noch zu Ende, dass wir noch Simi haben. Ja, können wir machen. Obwohl, du kannst ja morgen nicht, ne? Stimmt, morgen, ne? Aber am Dienstag. Also.